Jetzt gibt's den Restart. Die Knife Front. Natürlich ohne Knife Settings. Ganze spielt natürlich fair aus. Ohne Pistols mit Kevlar. In der Mitte die Knife Front um die Sides. Ja. Also ich glaube mal, CT wird's holen. Ich glaube, ich weiß, CT ist immer halt so ein. Ach so. Und er schießt direkt einer Moses auf 9 HP. Natürlich ohne Knife Settings. Ganze sehr, sehr uncool. Trotzdem schiebt man das Ganze jetzt noch aus. Vorteil 3 gegen 3. Möglichkeit. CT ist noch zu zweit. Und. Oh. Ja. Der Wayne Train gewinnt die Knife Front. Mhm. So, man steht, das heißt, man bleibt auf den Seiten sitzen. Und somit geht's endlich los mit der Pistol Round. Ja. Wayne Train gegen die Pink Fluffy Unicorns. Auf DE Cash, Best of One, die Pistol Round. Wir sehen bislang einmal Kevlar bei den Ts. Man geht hier auf Full Nades. Währenddessen die CTs auf Doppel 5-7 gehen und Doppel Kevlar. Und auch hier keine Fuse geht. Ich glaube, die. Wie sie sagen, die glauben schon, dass die auf die A-Set kommen und deswegen wollen sie halt die Wegnaden sehen. Dann geht jetzt hier schnell Chill raus, Onside steht, Tauben MW muss aufpassen, bekommt ihr die Shots ab, Onside, Eric Form mit der Pizza 1000 muss aufpassen und den ersten Trade Kill. 4 gegen 4, Versuch zweiter, muss nachladen und Moses und Bergtrollhure im 2 gegen 4. Dann war ein ziemlich guter Push, muss ich ehrlich sagen. Ja, Moses wird jetzt wahrscheinlich jetzt auch noch geholt. Oder vielleicht holt er noch ein paar Frags, damit die. Ja. Vielleicht holt er noch. Ja, versucht's immer weiter. Hat natürlich Kevlar 14 HP, aber kein Kit. Muss noch gegen 3 ran. Und sie haben noch einen Molotov, den Bomber abzuaimen. Und Moses ist auf 14 HP. Natürlich muss er aufpassen. Holt sich an, ab, die geboostet war. Und die Bombe, die reicht nicht mehr. Die erste Runde geht an den Wayne Train. So, mal schauen jetzt. Natürlich Wayne Train jetzt die Pistol Round gewonnen. Wir sehen direkt die UMPs, MP7, MAC-10s in den Händen von Wayne Train, währenddessen die Pink Fluff Unicorns in die Pistol Eco Round gehen. Kein Kevlar kaufen, keine Granaten, nur eine P250. Aber mal schauen, wie es wird. Also, die Ts versuchen jetzt langsam zu spielen eher. Wollen ihre Waffen nicht verlieren, wie es aussieht. Auf die Long Distance mit der Granate. Eric hier direkt angehittet auf 35. Geht jetzt Mitte raus. Natürlich weiß man, dass Whitebox steht. Und die Mid-Control ist da. James versucht mit der USP auf die Long Distance. Trifft hier an, direkt an. 40 HP auch hier. Björn pusht jetzt einfach die Wiese. Muss aufpassen. Guckt in alle Ecken, dass hier kein CT übersehen wird. Oben Chris Taub mit der USP. Sieht vor der B-Side zwei, drei Mann. Versucht, es trifft die Shots nicht. Und dann sitzt der Hitcher von Hazen. Er holt ja. Bergtoll ist leider auch down. Und gebannt wird. So. Ah, Moses jetzt hier 1 gegen 3, hat immerhin einmal die UMP aufgenommen. Und wird die wahrscheinlich auch safen. Genau, der wird schon jetzt safen gehen und versuchen die UMP mitzunehmen, denn die kann in der nächsten Runde sehr, sehr viel Geld wert sein, vor allem Gold wert sein, ja, für das Team der Pink Fluffy Unicorns, der man weiß, Pistol Ekerond, man muss Geld sparen und von daher eine UMP, die kommt hier recht gelegen. Oh, er holt noch sogar einen wenig teurer für die Tis. Jetzt schauen wir mal. Ja, die TS handeln den CT, die wollen halt einfach nicht, dass er saved. Er holt noch einen. Ah, Sniper, Moses kommt nochmal nach mit der MP7. Ah, schade. Da hat Moses keine Chance mehr. Ja, ja, 2-0. Für den Wayne Train. Wir sehen die Pistol Eco Round erneut von Pink Fluffy Unicorns. Eine P250 auf Moses, der Rest mit P2000 USPs. Und der Wayne Train wieder unterwegs Richtung Mitte. Sniper
auf den Boost. N, die erstmal nur die B-Side abaimt. Jetzt push Sniper durch, sieht hinten James im Z. Und die T's wollen ein bisschen jetzt Mitte durchpushen. Warten aber halt auf noch einen Peak von CTs. Ich glaube, ja, Mitte ist halt gesehen. Mitte jetzt eingenommen vom Wayne Train, ja. Hier mit drei Mann. Das heißt, die Mid-Control hat man. Kann sich jetzt entscheiden, geht es auf A, geht es auf B. Und wir sehen die CTs, die riechen hier eher einen B-Go. Schieben schon mit drei Mann drauf, ja. Unten pushen sie durch. James versucht mit der USB, schafft es nicht. Und Bergtroll unten in der Smoke. Vielleicht die Möglichkeit. Bombe wird gelegt, pusht jetzt raus, sieht CT, hab ich aber gesehen und da ist er ganz schnell raus. Da kann man Moses einen holen, zwei Leute auf die. Ah, schade. Da hat Moses keine Chance mehr. 3-0, solider Start für Wayne Train in dieses Best of One of Cash. Und jetzt endlich sehen wir die Full-By-Round auch von den Pink Fluffy Unicorns. Wir sehen eine AWP, 4, 3 M4s und eine Scout auf Eric. Ich glaube, der lässt sich auch boosten, wahrscheinlich. Oder lässt sich die AWP boosten. Wenn wir mal schauen. Ah, Chase boost mit in der Mitte. Ein AK, glaube ich, boost. Dessen Moses in der Mitte mit der AWP erstmal abaimt. Schaut, ob sie hier einfach vielleicht Reckless durch die Smoke rauspushen, aber das passiert erstmal nicht. Jetzt vielleicht Björn, wenn die Smoke weg ist. Granaten kommen rein, James auf 36 HP, währenddessen Arn jetzt auf A peak, steht K steht und den Warp Test kurz kommt, jawohl, der Kill ist down, der zweite nicht mehr. Dann kommt noch die Smoke rein. Und Sniper und N können hier A erstmal versuchen einzunehmen. Sehen die noch nichts? Bomben wird hinten gepickt. Moses mit Low HP, AWP, ja, er sollte überlegen, ob er die vielleicht saved. Nächste Runde wird es schwer. Ja, immer noch 3 gegen 5 Unterzahl, währenddessen der Rain Train die B-Side schon eingenommen hat. Und Bergtroll. Kann hier erstmal nichts gegenhalten. Also immer noch 3 gegen 5, 3 gegen 4, Entschuldigung. Die CT unten drin, AWP-Schuss gebaitet. Nicht getroffen, Flashbang kommt rein, CT ist im Blind, bekommt hier durchs Metall gedrückt, Bergtroll guckt zwar rein, guckt unten jetzt CT, kann den ersten Trade Kill setzen, aber immer noch 2 gegen 3, sie haben beide Defuses, das kann möglich sein. Oh, da wurde er gebankt, Hälfte HP. Mal schauen, was jetzt wird. Aber wir hören schon die Bombe, naja, die Bombe ist schon ziemlich weit am Ticken und von daher geht's bei den CTs nur noch auf Safe von M4 AWP, Kevlar, Kids. Und somit Runde Nummer 4 ebenfalls auf dem Konto von Wayne Train. Ja. Jetzt zum Glück haben die AFP gesaved. Das war halt wichtig. Und zu verlieren ist auch teuer. Fünfte Runde. CT Skin in the Force rein. Also mit gesaveter. Ja. M4 und AWP. Währenddessen James hier so eine MP7 nachkauft, man stellt sich diesmal erstmal defensiv auf. Ja. Die warten halt auf einen Push, einen Peak, sonstiges, sonst wird halt nichts. Er steht NBK. Wird geholt. Moses versucht mit AWP. Los, der sitzt aber instant der Trade Kill. Wieder Unterzahl für die Pink Fluffy Unicorns. Bergtroll close auf der Side, sieht oben Yellow steppen, weiß, dass Seven steht. Bleibt defensiv an den Barrels. Bergtroll holt den ersten Trade. Sniper raus, ist gespottet, jetzt guck auf die Side. Oh. Bergtroll zum zweiten. Und das ist die Möglichkeit, wenn hier James nicht gestorben wäre. Bier mit dem schönen Molotov gegen die Bombe. Bergtroll low HP. Und pusht jetzt onside, sieht ihn links an der Smoke. 1 gegen 2. Kit ist aber da, könnte noch möglich sein. Die Bombe ist aber auch schon weit am Ticken. Und. Leider nicht. Versucht's vergeblich, aber der Spreader und der geht ins Leere. Weiterhin keine einzige Runde auf dem Konto von den Pink Fluffy Unicorns. Die Spielity ist halt auf jeden Fall sehr gut. Versuchen schnell einen First Pick zu holen und halt, ja, da direkt zu pushen. Überraschend gesehen.
Ein kleiner Teamschaden. James Wilson jetzt mit plus 8. Und die CTs gehen hier Revolver in den Revolver bei. Pistols, Kevlar, einen Negev. Oh. Aber Hazen holt ich hab's sich gecallt. Direkt mal Moses raus. Ich hab's gecallt. Oh, ein Headshot. Mal schauen, was jetzt noch was wird. Können da Seelen ruhig ab, ey. Molotov macht jetzt gut Schaden. N piekt nochmal hoch Richtung Side. Und da wartet gerade eins genannte Eric Foreman. Muss halber hören. Keine Colts. Oh Gott. Der wurde komplett ungepusht. Hat absolut keine Kommunikation gehabt mit seinen Mates. Aber schauen wir mal. Ja. Bombe gelegt. 2 gegen 5. Natürlich. Sie haben Kit. Sie haben Kevlar. Ja. Sie haben eine Negev. Trotzdem das Ganze sehr, sehr schwer. Denn an sieht sie unten im CT. Trifft den AWP-Shot nicht. Den hat sie normalerweise. Er wird safen. Vielleicht holt er noch die Waffe von, der auch gestorben ist. Ja. Die Negev fliegt zum Greifen nah, aber er weiß, dass CT abgeaimt wird. Von daher muss er aufpassen. Hört die Steps im Heaven. Im Z. Bergtroll. Plus Distance. Wird aber diesmal nicht mehr gepusht. Bombe geht jeden Moment hoch. Vielleicht schafft das hier ja noch, diese Negev mitzunehmen. Job jetzt runter in CT. CT hinten. Jens. Der Spider uns jetzt nicht. Ja, schade. Hätte noch ein bisschen teurer machen können, die Runde. Leider nicht. Aber P. M4 wird geforst, noch eine M4 und P. Bei den Ps, alles AK und eine AWP. Hm. Ja, wieder der Force Buy, der Full Buy Round. Und steht wieder defensiv mit einem Defensiv, mit einem normalen 2-1-2, sind der 2 auf A, Mose in der Mitte und der Rest auf B. Währenddessen, ja, der Range schon erstmal versucht aufzubauen, Infos zu bekommen. Hier Richtung Tür schaut, Mitte schaut, Hazen vor der B-Side abaimt. Vielleicht erstmal einen offensiven Push abfangen. Ah, James holt den ersten Kill in Main. Sniper muss traden, schafft er auch. CDs haben jetzt wieder einen Nachteil. 2 Leben nur noch gegen 4. Ich glaube, es wird ein Safe oder wird umgerusht. Natürlich, sie haben auch hier wieder Defuse-Kit in der Hand. Das heißt, sie könnten es probieren. Sie können es. Oh, ah, Bien wird geholt von Moses. Sehr schön. Natürlich haben wir jetzt auf der Baumseite gelegt auf B, währenddessen Moses und James Wilson hier versuchen, langsam sich Richtung B vorzuarbeiten. James und CT und Moses, der geht schon safen. Also ja. Mit dem Kit Richtung Tür. Vielleicht kann James Wilson hier vielleicht noch ein bisschen Schaden machen. Ja, vielleicht noch ein bisschen paar Rifles rausnehmen. Ja. Aber mehr ist hier nicht drin. Ein paar Access Tracks halt wieder rausholen. Richtig, und das heißt dann eben auch Runde Nummer 7 für den Wayne Train. Ja, sieht nicht gut aus. Aber man weiß ja nicht. Es wird M4 geforst und ja, OMP wieder. Natürlich mit der gesicherten AWP, die ist durch was wert. Ja. Ja, von daher kann der Rest ruhig reinkaufen. Wir sind auch hier wieder M4 und Revolver in der Hand von Eric Foreman. Revolver? Schauen wir mal, die CT ist sehr passiv, wollen halt eigentlich mal den Runde holen. Die T ist wieder push in der Mitte. Oh, durch die Smoke? Runaway Smoke? In der Mitte? Das ist richtig gewesen, durch die Smoke von Bergtroll. Nicht schlecht. Währenddessen Highway, close steht, Bien aber ins Bild und erfolgreich. Hört natürlich Z weiß, dass jetzt ebenfalls rumkommen könnte. Vielleicht Bien kommt rein. Schaut nach Richtung Highway, denn N hat den Rücken gecovert. Schaut jetzt Richtung Yellow, da sitzt der Headshot. Bergtroll im CT muss den Kill haben. Tut der Doppelkill jetzt, die Onside steht noch. Sniper sieht ihn. Und der Kill, den hat er sicher von der Seite. Chris Taub, 1 gegen 3, immer noch auf der B-Side. Kevlar hat einen Kit. Und eine Doppelflash. Vielleicht die Möglichkeit, das Ganze noch zu holen. Ja, ich glaube aber ja, der will vielleicht ein paar Exit-Fracks holen, aber
Ich glaube aber, der wird dir erst helfen. Für die nächste Runde. Der hat auch kein Geld mehr. Ah, schauen wir mal. Ah, sneakt sich immerhin noch in Main. Ah, steht definitiv an der Box. Flashbang kommt rein. Hört die Steps close. Und N scoped hier mit der AWP rein. Natürlich, wir sehen es, die Bombe. Das hören wir. Die geht gleich hoch. Oh, von hinten. Wird von hinten noch geholt. Na, schade. Und somit heißt das 8:0 Halbzeitführung für Wayne Train. Natürlich, man merkt schon so einen gewissen Unterschied. Ja, man merkt schon, dass Wayne Train deutlich eingespielter ist, deutlich aimsicherer ist. Ja, aber es kommt mir auch wiederum so vor, dass die CTs ein wenig das, wie sagen, nicht ernst nehmen. Sie kaufen Revolver, forcen Diegel rein, die spielen halt nicht zusammen. Die spielen, ja, just fun, Matchmaking. Oh, das ist die rein, ich will ihn auf Doppelkill, Trempelkill! Unglaublich, nice. Es könnte die erste Runde werden. Und? Muss die erste Runde sein. Hazen sieht Heimel einen Teamkollegen. Oh. Bien aber kann den ersten Entry setzen. Pushen jetzt beide raus. Ebenfalls Heimel damit. Kommt rum! Auch hier ist es ein Triple Kill! James Wilson und irgendwie verdattelt man das Ganze noch. Unglaublich. Chris Taub wieder eher in 1 gegen 2. Nachdem man hier die ersten 3 Kills setzen konnte. Ja, die Runde ist halt weggeworfen. Hätten die ein wenig safer gespielt und sich nicht picken lassen, dann hätten die es vielleicht auch holen können. Die erste Runde für dich holen können halt. Aber vielleicht pusht er die halt um. Vielleicht schafft das Chris Taubin. Er hat UFP-Kit. Eigentlich die Tür ist zu. Wenn er die ausmacht, dann hören sie das, wissen, wo er herkommt. Und die geht jetzt auf. Schaut Richtung Yellow. Ah, sieht hier Bien. Aber der Spraydown sitzt nicht. 9-0, weiterhin ungeschlagen, der Wayne Train. Ja, und so langsam braucht man Runden. Die Runden müssen her, man geht in den Force bei M4 zweimal, dann noch 2 SMGs und Bergtroll sogar komplett im Full Safe. Ja. Mal schauen, was jetzt. Oh, da wurde schon eins. Über der Smoke, sieht ihn hier oben runterschlopfen, der muss da haben. Jawohl, Spadon sitzt. Der Trade ist da. Immerhin 1 gegen 1 Trade. Schön. Jetzt, 3 gegen 3. Mal schauen. Oh, Moses, holt die AWP rauszunehmen. Ja, schafft er ebenfalls. Doppelkill für ihn und der Vorteil für die Pink Fluffy Unicorns. Jetzt schauen wir mal, aber na, jetzt müsst ihr aufpassen, nicht? Doppelkill natürlich wieder. Das ist leider. Im perfekten Moment. Da war das Timer auf jeden Fall auf der Seite, dass ihr beide gesehen habt, dass sie beide sich für ihn aufreihen. Ja. Und diesmal ist es Eric. Hat AK, Kevlar Kit, eine Smoke und 1 gegen 2. Also durchaus machbar. Ja, in der K ist halt machbar. In OP war es vorhin halt, sag ich mal, so schwer. Ja, und diesmal ist die Tür offen. Das heißt, sie hören ihn nicht. Der kann hier ganz einfach raus. Sie teilen, aber Bien hier. Da kommt direkt instant der Headshot rein. Ah, keine Chancen mehr. 10:0. Das sieht aus wie eine sehr, sehr, sehr schwere Niederlage. Ja, bei den Pink Fluffy Unicorns geht es nur noch in Richtung Schadensbegrenzung. Ja, die könnten die, wie sagen, die Demütigung noch ein wenig besser machen, indem sie sich vielleicht noch eine Runde holen. Vielleicht ein bisschen zeigen können, dass sie motiviert sind. Kein Glück für die Eagles in der Runde. Moses stirbt, Insen auf der Biese, die ist eingenommen, Smoke geht raus, Flashbang trifft hier James Wilson ebenfalls. Oh. Trotzdem gehen sie in den Retake, Eric Foreman, Close Distance, Taubbusch ist hinten nach der UMP, muss aufpassen, links in der Ecke steht sie, Onside, kommt drin, er verfolgt, Busch, Doppelkill, Triplekill, fast mit der UMP. Aber schafft es er nicht gegen Hazen mit 18 HP, noch erfolgreich, 11:0 für den Wayne Train. Und das Match, Full AK auf der T-Side, sieht hier sehr, sehr eindeutig aus. Natürlich, die T's haben massiv Geld auf der Bank. Ja, wenn sie eine Runde verlieren, können sie instant nachkaufen. Und das ist bei den Pink Fluffy Unicorns eben nicht der Fall. Aber die trollen ja auch nicht rein, die T's mehr. Die, wie sagen, die tryharden rein, die wollen das gewinnen, geben halt keine Chance. Und der Das Aiming ist hier einfach viel zu stark von dem Wayne Train.
Die holen hier einfach einen nach dem anderen raus, ohne dafür bestraft zu werden. Ja, das wird knapp. Vielleicht können die Runde noch holen. Man weiß nicht. Aber sieht schlecht aus. Ah, vielleicht Eric gegen 2 mit der Farmers. Schade. Trifft hier noch ein paar Kugeln, aber mehr ist einfach nicht drin. 12-0? Das ist nicht sehr gut. Durch die Frage, ob jetzt hier die Pink Fluffy Unicorns überhaupt eine Runde bekommen können. Ja, wenn nicht, dann ist es halt tragisch. Aber, ja, kann man halt nichts machen. Die Tees spielen halt einfach viel besser und, wie sagen, zusammen. Trotzdem Hoffnung nie aufgeben, immer das Beste versuchen. Es geht natürlich auf einer LAN-Party natürlich um Preise, ja, aber eben auch um den Spaß am Spiel. Ja. Und diesmal hat eine Entry. Bergtroll kommt zum ersten Taupush mit der UMP im Laufen. Erfolgreich! Und die Bombe ist down. Das sieht gut aus. 5 gegen 3. Moses holt den Edge und den Main ab. Die erste Runde vielleicht. Han bekommt den Scout-Tag. Trotzdem schafft sie den Kill zu setzen. 2 gegen 2. Jeweils 2 Spieler eingetreten. Und Bien. Die Close Distance mit der Tech 9. Eine mit der Pumpe. Ah, so gesehen. Bristop. Mal schauen, ob der. Er hat low HP. Motor forst ihn raus. Wo steht's hier? Close Distance. AWP 1 gegen 1. Und Anne ist angeschossen. 12 HP gegen eine UMP. Das kann wehtun. Anne smoked sich ab. Versucht es, sieht ihn stehen. Kommt und es bin und sitzt. Oh. Also, die Ts wollen den CDs absolut keine Runde da lassen. Die Runde, die war zum Greifen nah. Ja. Die war wirklich schon fast auf dem eigenen Konto. Aber ich frage mich gerade, ob der CT, ich weiß gar nicht, wer es war. Troll? Wer war der letzte gerade? Ob der überhaupt gecallt bekommen hat, dass er low, also das an low hatte. Das ist eine gute Frage. Oh, Moses in der Mitte. Schon. Belohnt worden von der AWP-Peak. Mitte gehen wir trotzdem durch. Auch James ist da mit der M4. Schön. Die Smog an die Kante. Ah, sieht doch gut aus. Die machen wieder gute Entry-Frags. 5 gegen 3 und Moses, der ist hungrig. Bristau pusht hinten nach. Dürfte Z stehen, den sieht er. Kann abaimen, holt ihn 1 sich. 1 gegen 5. Yen. Halbes Leben. Schauen wir mal. Also wenn er diese Runde jetzt holt, dann ist es halt unglaublich. Das wäre ein Mörder-Ace-Klatsch. Alle sind sie close, kommt den ersten. Oh nein. Oh, komm, sieht hier raus. Chris schade, Taub. Schade. Runde Nummer 1 für die Pink Fluffy Unicorns. Ja, vielleicht kommt jetzt das Comeback. Ja, da hat Bien gerade ein bisschen Pech gehabt. Er wollte es versuchen, hat gedacht, okay, ich lasse ihn mal durchlaufen. Vielleicht kommt da ja noch mehr. Und dann kam einer von links, hat nicht drauf geschaut. So, AWP Mitte, Moses. APN diesmal offensiver vor B. Okay, Chris Taub pusht den einen Headshot, steht auch der Headshot, fliegt instant. Also T sind sehr mad. Die wollten, glaube ich, den 6-0 holen. Aber jetzt schauen wir mal. Bombe schon stabil drauf. Moses unten ist geflasht. Schaut, holt sich trotzdem ab hier hin raus. Und macht das Ganze wieder aus dem Ausgleich. 3 gegen 3. Sniper kommt von hinten auf der Seite nach oben. Und da sitzen die Doppelkills. Headshots liegen. Moses im No-Scope. Immer noch 1 gegen 2. Und Bien pusht schon von hinten. Moses muss aufpassen, dass er nicht von hinten flankiert wird. Bien sieht ihn. Sniper holt ihn schlussendlich. Schade. Und es geht mit 14 zu 1 in die Pause. Wir gucken mal kurz aufs Scoreboard. Immerhin, Moses. Moses. Topfrager 19-13. Das kann sich sehen lassen. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also mit der AWP hat er ja durchaus was weggeholt. Aber seine Mates. Ich glaube, die Ts haben nicht so gute, wie sagen, Kommunikation. Die reden nicht mehr. Die reden nicht miteinander. Weil der eine hat Low gehabt und das wurde nicht gecallt. Er hätte ihn umrushen können. Er hätte die Runde geholt. Aber irgendwie kommen mir so vor, als ob keine Calls durchkommen. Keine. Seitenwechsel. Schauen wir mal. Und instant hier N offensiv unterwegs. Müssen aufpassen. N, wie will's wissen, versucht's mit den USBs auf die Long Distance. Da fliegen die Headshots. 4 gegen 3.
versucht es immer weiter, Eric aber kann sie erfolgreich baiten. Und die Tees, die PFUs haben keinen einzigen Kevlar mehr. Oh, Doppelkill von ihm. Keine Chance gegen die USB. James, 1 gegen 3. Hat kein Kevlar. Ja. Aber alles möglich. Vielleicht holt ihr alle drei, wenn sie sich dumm anstellen. Ja, trotzdem, die Bombe muss er immer noch aufnehmen. Die liegt am T-Spawn. Natürlich, N ist hungrig, die kommt. Pito 50 Close Distance könnte Schaden machen. Versucht es. Nimmt die Shots nicht ganz. Ja. Wird er von hinten endlich geholt. 15-1. Ganze 14 Mabel Match Points für den Wayne Train. Ja, das sieht eindeutig aus. Unentschieden machen wir noch, schreibt jemand rein. Ah. Aber wir schauen mal. Gucken, was sie hier noch reißen können. Durch jetzt, die müssen alles reinforsten, was sie haben. Sie müssen alles riskieren. 14 Runden lang. Und Sniper offensiv in der Mitte, unterm Boost, währenddessen sich hinten die Ts bereit machen, um Richtung A zu gehen. N in Main drin, kommt zum ersten, den zweiten ebenfalls. Trifft die Shots nicht mehr ganz. Chris Top. Und dann pusht hier Bane. Einfach von hinten an, wird angeschossen, sieht sie alle dastehen. Jetzt kommt Endless Distance mit der M4. Chris Taub, 1 gegen 4 mit der MAC-10 und einem HP. Das wird nichts. Also, wenn er das jetzt holt, dann ist es... Auf Richtung T. Wahrscheinlich. Das ist der Shot. 16-1. Der Wayne Train gewinnt gegen die Pink Fluffy Unicorns.